45.000 Tonnen mit PCB belastetes Erdreich wurden direkt vor ihrer Haustür ausgebaggert. Hier auf dem Gelände der bayerischen Milchindustrie im Klötzlmüller Viertel in Landshut. Und Brigitte G. wusste von nichts. Erst vor einigen Monaten wurde mir bewusst, dass da drin irgendetwas lagert, wo man aber immer noch mit den Gutachten unter den Teppich kehrt. Und ich weiß immer noch nicht offiziell von keiner Stelle, was da eigentlich liegt. Und das belastet mich schon sehr, zumal es auch mein Elternhaus, mein Grundstück ist. Dort drüben auf dem Grundstück wissen Sie schon mehr. Hobbygärtner Helmut Krämer macht sich nicht nur Sorgen um seinen Garten. Ja, es ist halt nach dieser Grundwasseruntersuchung festgestellt worden, dass wir auch da herum PCB im Grundwasser haben. Und dadurch habe ich eine schriftliche Mitteilung gekriegt, dass jetzt meine Tomaten oder Gurken, also alles, was zum Essen ist, mit dem Grundwasser nicht mehr gießen soll. Also nicht bloß das nicht mehr gießen, sondern halt wahrscheinlich dann auch nicht mehr verzehren in dem Sinn. Das gesundheitsgefährdende PCB hat mit dem Grundwasser das Gelände unterirdisch längst verlassen. Jürgen Gerstl und Elke Rümelein haben mit anderen Anwohnern eine Bürgerinitiative gegründet und fordern Aufklärung. Wir wollen, dass es sauber saniert wird und vorher wird hier nicht gebaut. Und vor allem wollen wir absolute Aufklärung, dass die Behörden uns wirklich mit offenen Karten heute Abend alles darstellen. Also unsere Hauptsorge ist, dass hier einfach eine Tiefgarage hinkommt, hier total verdichtet wird, eine Platte draufkommt und weg ist es. Und keiner kann mehr irgendwelche Werte abnehmen, kontrollieren, keinen Verlauf mehr, dann ist dicht. Gestern Abend dann die lange erwartete Infoveranstaltung. Die Experten zeigen sich zufrieden mit der Bodensanierung. Beim Grundwasser aber wird das Ziel von 50 Nanogramm pro Liter Wasser teilweise noch immer um das Zehnfache überschritten. Die Konsequenzen für die Anwohner? Also in der Grundwasserfahne sollten die Bürger das Grundwasser eigentlich gar nicht verwenden. Das ist natürlich für einige sehr unerfreulich, die dort Brunnen haben, die natürlich damit ihren Garten bewässern. Also die sollen im Moment gar nichts machen, keine Planschbecken befüllen. Trübe Aussichten also für die Betroffenen.